Ja, hat er nicht geschafft. Oh Mann. So gut. Ja, ich sehe ihn vorbeisegeln. Nö, also du kannst dann unter dem Schlag dann durchtauchen, aber ansonsten hätte er getroffen. Kriegt dann Passierschlag der Paligon? Nein, er steht jetzt einfach vor dir, ist dort gelandet, hat mit seinem Doppelkontümer, mit dem Sklaventod zugeschlagen, konntest einfach drunter durchtauchen, ohne das dann parieren zu müssen. Stirb! Und hat das Mädchen in dem Kleid endlich Mut gefunden? Ja, möchtest du noch was tun? Dann nicht. Nee, wie gesagt, ich habe meine Aktion dafür verbraucht, die Leute zu formieren. Um ihn zu. Gut, alles klar. Dann nächste Kampfrunde. Ich taunte ihn noch ein bisschen weiter. Ja, Paligan zieht vor. Paligan versucht dich jetzt einmal zu schlachten. Hehehe, ich darf ihn parieren. Wie er sich freut. Ja. Taunt hat gewirkt. Ich überlege jetzt gerade. Er wird eine Aktion Position benutzen, um seine Erschwernis abzubauen und wird dann zuschlagen. Okay, benutzt beide Aktionen, also für den Schlag. Er benutzt eine Aktion Position und einmal eine Parade. Eine Attacke. Ja, also zwei Aktionen. Wieder eine Finte 5. Ja. Das ist gut. Jo, ich krieg 5 Erschwernis auf meine Parade. Mhm. Ein Kampfbogen, ja gut, ich habe jetzt mittlerweile eine Parade von 25. Von 25? Ja, ach so, ich habe 7 Körperkraft mehr. Ja. Ich kann nicht mal kreuzweise. Wow. Ich schlage einfach fast schon gemütlich seine Waffe zur Seite und steche dann direkt nach seinem Gesicht. Mhm. Ich muss gerade mal gucken, was mit seinem Artefakt passiert. Eisenrost und grüner Span in seiner Waffe. Ding, ding. Bei einem Treffer. Ist das ein Treffer? Auf die Person hast du nicht getroffen. Du hast den Gegenstand getroffen und ihm seine Waffe. Seine Waffe ist verzaubert. Dieser Zauber wird wirksam, wenn er bei einem Treffer Stirb ruft. Ist es ein Treffer? Meine Waffe ist magisch und geweiht. Also du hast seine Waffe getroffen, nicht ihn, aber seine Waffe. Kommt halt auch die Wirkung an. Musst du die Wirkung, also ich würde sagen, wenn der Zauber auf einer Person wirkt, würde ich sagen, nö. Wenn der Zauber auf einer Person wirkt, nicht. Wenn der Zauber auf den Gegenstand wirkt und auf die Umgebung, dann ja. Naja, gut, dann muss er Keras treffen. Gut. Ja. Und meine Waffe ist geweiht und magisch. Ja, das ist ihm egal. Es geht einfach um dich. Okay. Ich hau zurück. Also wenn jetzt ein Dunkelheit raus explodieren würde, dann würde ich sagen, kann der jetzt raus explodieren, weil der ja Treffer ja... Nee, es ist was anderes. Ich wollte nur sagen, also wenn sowas wie Dunkelheit ist, dann kann das jetzt raus explodieren. Ich nehme an, er hat keine Parade. Nee, er hat eine Aktion Position benutzt. Gib ihm dreckig. Dein Rüstungsschutz diese Runde ist nur 3. Dann machst du ihm 6 Schaden. Ja. Gut. Und ich hau da nochmal mit der linken Hand zu. Schaden. Sein Rüstungsschutz ist 8. Ich mach 9. Ich zerg ihn runter. Geht alleine nicht so gut, aber hey, immer fester drauf. Ich schlag jetzt eine halbe Stunde auf ihn ein, wenn das sein muss. Er kommt durch mich nicht durch. Gut, das war die vorgezogene 26 und du bist auch schon durch. Dann machen wir mit den Lederschwingen weiter und den Söldner, die sind da gerade verbissen. Vespertilio, zaubert, ist fertig und verschwindet in den Schatten. Stürzt sich in den Boden und ist weg. Eldan Gorbas. Ja, ich brauche ja Zeit, um den Eisernen Willen zu aktivieren. Und da ich letztes Mal schon gehandelt habe, mache ich das jetzt. Dass ich aktiviere Eiserner Wille. Ist aber nur eine Aktion, oder? Eine Aktion, genau. Eine Aktion, dann ist dein Eiserner Wille aktiviert. Nächste Aktion. Habe ich immer noch das Gefühl, dass Ding redet mit mir, oder ist das jetzt besser? Du kannst mühsam die Tentakel zurückdrängen. Okay, ich stimme jetzt mal ein Gebet in Richtung Paios an. Vielleicht hilft es ja. Okay, dann kannst du gerne nochmal Liturgiekenntnis oder sowas würfeln. Vielleicht hilft es ja gegen dieses mächtige Artefakt deiner Erzdämonen. Abelmir. Ich will die Balestrina vom Gürtel ziehen und anfangen zu laden. Eine Aktion Gürtel ziehen wahrscheinlich, also rausholen. Und die Ladezeit von der Balestrina ist 4 Aktionen. Ja, finde ich gut. Brennt Haus eigentlich immer weiter? Oder? Das Haus brennt weiter, ja. Das breitet sich jetzt leicht aus. Strom, also Stromregen? Das ist richtig.
Also dürfte es eigentlich nicht wirklich brennen. Ja, dann schwelt das nur. Hast recht, sehr guter Einwand. So, Abelmir zieht seine Balestrina. Jalan. Ja, zusammenhalten! Zusammenhalten! Jetzt, wenn der Splitter hier wegkommt! Und dann wird wieder operiert. Eine Kralle würde dich treffen. Halte ich gegen. Die haben weniger Inia, wäre geschafft. Nee, warte. Er hat die 4 gewürfelt. Er kommt ganz durch. Kriegt 8 Schaden. Wie viel kriege ich? 6. Ich glaube, ist egal, ne? Ah, nee, gar nicht. Du hast keine Rüstung mehr. Du hast nur noch einen Armatrotz. Genau. Noch 5 überall, Alter. Ja, richtig. Gut, gut. Gefällt immer mir. Noch mehr als Eltern hat. War eine gute Idee mit dem, mit der Rüstung wegzaubern. So, dann ist Jalan durch. Achmat. Ich habe irgendwie nicht aufgepasst, was hier mit dem. Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, er ist weg. Er ist einfach weg. Peter! Er ist in einer Aktion ist er in den Boden gefallen. Einfach in den Schatten hinein, perfekte Harmonie und dann war er weg. Ich gehe rum und bin traurig. Und helfe den anderen. Ja, kannst dich dann an der Barriere entlang wieder tasten oder von hinten in den Rücken dieser Lederschwick greifen. Vespertilio in der Zeit ist dann mit einer Geschwindigkeit von 15 hier hingegangen und greift sich jetzt eine der Lederschwingen am Boden, also aus dem Schatten heraus, greift eine Schattenhand in diese Lederschwinge hinein und hält sie am Bein fest. Was das auf sich hat, sehen wir nächste Kampfrunde. So, Achmed ist durch, Kieras hatte gemacht, Ömer dürfte noch. Ja, Ömer, der wie als wenn er Luft schnappt. Da steht und nur schwer atmet, schaut wie gesagt bleich auf diesen Splitter drauf, hat den Bogen jetzt hier um den Hals gehangen langsam und greift sich seinen Säbel. Was auch immer er tun will, es sieht aus wie in Trance und er schaut Richtung zu Adeptus Major Eldan Gorbas. Hilf mir. Nächste Kampfrunde, Lederschwingen und Söldner sind weiter verbissen. Während eine der Lederschwingen gerade merkwürdige Mutationen aufweist, größer wird. Das können die Elternsbefleckten auf der Seite gerade erkennen. Und an der Stelle, wo eben gerade ein Wesen stand, pulsiert es. Und ein riesiges Wesen bricht aus dem Inneren hervor. Die Schattenhand von Vespertilio Organo verschwindet wieder. Die mutierte Lederschwinge greift mit Skorpionschwanz eine Aktion Position und sticht dann die Beflecken eine nach dem anderen, gucken wir uns später an. Vespertilio ist fertig, hat eine Aktion benutzt, um mutieren zu lassen mit seiner Packgabe Eldan Gorbas. Ömer, beruhigt euch, legt die Waffen weg. Legt die Waffen weg. Dann würde ich gucken, ob er das macht. Wenn er das nicht macht, dann würde ich den anderen sagen, sie sollen, dann nehmt ihm die Waffen ab. Der Splitter liegt nochmal die ganze Zeit auf dem Boden, ne? Immer den nicht in der Hand. Ja, ich weiß, aber du schreist, hilf mir, und du hast gerade Dämonensplitter angefasst, da gehe ich kein Risiko ein. Und Beherrschung brechen werde ich nicht schaffen. Jo, das habe ich. Gut, Abelmir. Dann zieht Ömer jetzt vor, um die Situation zu klären. Ömer tritt 2-3 Schritt von allen Leuten weg, geht noch weiter in die Ecke hinein und ja, schaut etwas panisch Richtung zu allen Leuten. Als wenn er sich gegen ihn verteidigen wollte, aber irgendwie doch sehr viel Angst hat und sich eher in die Ecke verzieht und sogar auf den Boden sich sinken lässt. Auf dem Hintern sitzt er jetzt mit dem Schwert in der Hand, seinem Säbel. Abelmir. Ich brauche noch 3 Runden, um die Balestrina zu laden. Ach, zu laden? Du hast sie noch nicht mal geladen. Jalan, 18. Sehe ich, was da südwärts abgeht? Ja. Auf der Seite bricht gerade irgendwas zusammen. Die Formation, die eben gerade angeleitet durch diesen Wall, den ihr immer wieder trainiert habt, da wird gerade ziemlich aufgemischt. Dann möchte ich mich so einen Schritt nach hinten tun und mich zwischen der Formation durchwühlen. Gelingt mir dies? Passierschlag von 2 Lederschwingen und dann soll dir das gelingen, ja. Okay. Hi, Captain. Denkt dran, dass Passierschläge gegen mich um Macht erschwert sind, weil Aufmerksamkeit und... Kein Problem, da ist ein Crit bei. Dann kriegst du nochmal 9, minus 5. Kannst du nochmal abziehen. 4. Alles klar. Du läufst gemütlich an unserem... Ich wollte gerade sagen, ich krieg nur so am Rande mit, dass das irgendwie Polygon direkt hinter uns steht und sich mein Ding ist duelliert. Ich bin gerade zu sehr nach vorne fixiert, glaube ich. Ja, mit 18 ist durch. Achmat.
Möchtest du dich in den Kampf gegen Lederschwing stürzen? Ja, also für mich ist der Magier ja im Erdboden verschwunden und ich sehe auch nicht irgendwie irgendjemanden, der meiner Herausforderung würdig ist. Oder sehe ich Dario und Palligan? Nee, wahrscheinlich nicht mit den ganzen Lederschwingen. Nee, das ist einfach zu viel. Das ist gerade eine Mauer aus Schilden. Ja. Also ich stehe quasi auf der falschen Seite, aber ich schlage die ganze Zeit wie ein Berserker auf die Lederschwinge ein. Ja, du merkst auch, wie wohl rot glühend wie du bist und diese halbdämonoiden Wesen stürzen sich dann wohl im, sagen wir einfach mal 1v6, in 1v6 Schwärmen stürzen. Fünf Lederschwingen, die sich auf dich drauf stürzen. Ja, kommt ran, Jungs. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt würfel ich nächstes Mal zusammen. 1, 2, 3, 4 sind gelungen. Ja. Komm, einen pariere ich. Die kriegen ja halbe Waffenschaden. Stimmt. Dann kannst du einen parieren und kannst selber nochmal angreifen. Aber der Ring war falsch. Dann kriegst du noch 3 Schaden. Ich habe auch mit Ronnerkam gewürfelt. Ich hätte eigentlich auf die 17 pariert, aber das hätte sich nichts genommen. 1, 2, 3. Ich glaube, auch deine profane Rüstung reicht da aus, damit die da nicht durchkommen. Also bei der 6 kommst du auf an wo, aber mit der geweihten Rüstung auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist ziemlich unspaßig. Ja. Ja, versuchen zu kratzen gelingt nicht. Man hört immer wieder von diesem hackenden Berserker Rondra geweihten. Für Rondra! Immer wieder, wenn er einem dieser Lederschwingen einen Kopf abschlagt oder einen Flügel abschlagt. Und ja. Geras, was willst du tun? Ich kämpfe weiter. Ich greife ihn an. Okay. Dann greife an. Ich treffe. Pariert er? Nö. Macht er nicht. Wunderbar. 2 Schaden. Auf den Kopf. Oh. 20 Punkte Rutzeputz. Oh nein, du hast den Kopf getroffen. Nee, nur 6. Da kommen aber 12 durch, wenn er 6 Rüstungsschutz hat. Jetzt geht's los. Moment. Kopf wird der Verdoppelte, was durchkommt. Karinors sind doch besser als die Paligans. Aber wenn sie praktieren, haben sie keine Schnitte gegen die Karinors. Karinor, yeah! Ja, Chantalla hätte auch alle heiraten sollen, statt Alara. Wie viel Schaden machst du? 12 minus 6 mal 2, okay, das sind einfach 12 Schaden. Das nimmt er, kriegt er, muss gerade schauen, ob er eine Wunde kriegt. Vermutlich. Ja, wird er die erste Wunde nehmen. Ich probiere mal ihm das Auge auszustechen, ob das was wirkt. Die nicht vorhanden in den Augen. Seine Konstitution, ja wow, hier steht FF, GE und KK gegeben, aber eine KO nicht. Schau doch mal, ob er auch nicht da KO 16 steht hier. Eine 8er Wundschwelle. Noch eine Wunde. Ja, eine Runde. Gut. Eine Kopfwunde. Verliert er Innyball. Kriegt dann noch 1v6 extra. 1v6, ne? Nee. Nee. Kopfwunde ist keine 1v6. Auf der dritten. Ist nur bei der. Da verliert er aber Initiative ein paar Punkte. 2 Punkte oder so oder 4 könnte sein. Sind da, ist er bei der 21. Gut, dann kommt jetzt 2 Attacken. Er brüllt wieder. Stirb! Ja. Seine erste wird eine Finte 10. Ja. Will ich das jetzt? Ja, ich will das. Und dann... Will nicht. Ich tauche einfach unter seinem Schwert weg. Ja. Und sein nächster umgewandelter Angriff ist erschwert um 4, ist erschwert um 10, sind 14. Lässt die Attacke fallen und wieder macht nur eine Aktion Position, um die Erschwernis abzubauen. Das ist ihm zu blöd. Gut, ich wandle um. Ich greife nochmal mit dem Säbel dann. Du kannst, hast du Kampfgespür umwandeln? Natürlich habe ich Kampfgespür. Natürlich habe ich Kampfgespür. Ich kann umwandeln, so viel ich will. Ja? Ja, natürlich. Gut. Was meint ihr, woran ich nicht meine ganze AP gepackt habe? Ich dachte, betören. Mal zeichnen? Nein. Nein, dann mache ich nochmal einen umgewandelten Rapierstoß und wie heißt es denn? Tod von links. Trifft mich. 18er Rüstungsschutz. Ist ihm egal. Oh, schade. Oh, ey, dieser Mantel rettet mir gerade so ein bisschen das Leben. Oh, ich krieg ihn. Der kommt mir nicht. Alle Paligans müssen sterben. Dann ist alles durch. Irma hat er vorgezogen und wollte nichts tun. Nächste Kampfrunde. Ich möchte gerne vor das Mistvieh ziehen, wenn es denn einen Degereni hat als ich.
Das ist auch bei der 11 ganz normal. Okay. Da werde ich keine verwundbare Stelle sehen. Entsprechend hauen wir einfach mal drauf. Mach mal einen 7er Bruchschlag. Nee. 7er Wuchtschlag? Das ist doch gut. Dann ist seine Parade jetzt um 7 erschwert. Nicht, wenn ich den schippe. Will ich den schippen. Ich eh zwei Chips. Drei. Das wäre dann mein zwei. Zweiter. Ja, ich schippe den. Damit geht er durch. Ich muss mir echt nicht mal. Ach, gar nicht mal so gut. Brauchst du eine Zone? Ja, gib mir mal eine Zone. Auf einer menschlichen Zone wäre das der Kopf. Das ist vermutlich immer noch der Kopf. Das sind dann also 40 Schaden. 40 Schaden? Wenn es verdoppelt wird, wie es Standard ist, dann ja. Der 7er Wuchtschlag ist dann nicht mehr drin. Oh, okay. 13 mal 2 sind 26 plus 7 sind 33. Dann kannst du gerne die Szene beschreiben. Ja, dann wühlt sich durch die Formation, kommt dann unter den mittlerweile halb zerstochenen Befleckten an, zögert gar nicht erst lange und wirft sich direkt in den nächsten Angriff des Viehs rein, sticht ihm das Schwert knapp unterhalb des Kinns in den Hals und muss dann doch sehr an sich halten, um nicht unter dem riesigen Vieh begraben zu werden. Guckt dann den Magier an. Bring mir noch einen! Es knallt einmal laut und die Geschütze von der Plagenbringer schießen Antworten. Und zwar viele. Irgendwas. Da draußen auf die offene See. Dann blitzt es einmal und ihr könnt erkennen, wie im Süden von euch eine Gruppe von 5 Personen steht. Bitte sag mir, was das Sarin ist und nicht irgendwie das Endorium-Chor. Lederschwinge. Vespertilio Organo bewegt sich. 2 Aktionen. Der Splitter liegt hier auf dem Boden zwischen den Leuten noch. Okay. Dann bewegt er sich trotzdem. Habe ich jetzt ja gesagt. Eldan Sorbas meinte, sprechen zu müssen, anstatt den Splitter auf sich nehmen zu müssen. Der liegt bewegt da sich, offen. Bewegt sich 2 Aktionen. Achtung, ihr seht ihn nicht. Das ist jetzt Metagame. Vespertilio bewegt sich 2 Aktionen. Eldan Sorbas ist dran. Was meinst du mit, wie er bewegt sich? Er teleportiert sich, er läuft dahin. Du siehst ihn, du weißt sowieso nichts. Stell dir vor, du bist dran. Achso. Ja, gut, da ich immer noch nichts davon weiß, gehe ich hier hin und beruhige Ömer. Ja, Heilkunde Seele. Ah, naja. Der hat irgendwie das Gefühl zu ersticken. Der Tag, er wirkt mich, ich kann nicht atmen. Und dabei redet er und atmet natürlich immer weiter, aber ja, er kann nicht atmen, sagt er immer wieder. Ich kann nicht atmen, es wirkt mich. Richtig. Kann er sich auch bewegen? Eldan hat doch vorhin Guardian gewirkt, Schild gegen Zauber, oder? Und der Eclipifactus hat doch Form. Merk mal. Stimmt, der Guardian wirkt doch. Dann wird er hier rausgetrieben. 7 Meter? Durch den Guardianum eben. 7 Meter? Oder wie viel Reichweite hat der Guardianum? 3 Schritt um ihn herum. 3 Schritt Radius. Dann hat er hier. Dann steht er irgendwo da drin. Gut. Ich hab jetzt die letzte Aktion laden und eine Aktion halt noch. Nein, wollte mich zur Tür wegen und Ausschau halten. Also ja, am Anfang der Tür ist die da. Genau. Und dann draußen schauen. Ja, unglaubliches Chaos, viele Kämpfe, die hier stattfinden und du siehst, wie wohl Palygan gelandet ist, sich mit Kiaras duelliert. Im Süden steht eine Gruppe von mindestens 2 Magier. Den hast du auf alle Fälle schon mal gesehen. Viborn der Stählern, einer Lanfana, der jetzt gerade 2 Balestrina gezogen hat und in Richtung der Lederschwing schaut und auf sie angelegt hat. Was willst du tun? Vor meiner letzten Aktion muss eine Aktion noch laden und eine Aktion schauen, also rein und gehen zur Tür gehen. Alles klar. Yalan hat das Vieh gerade gespalten. Ich glaube, das hat er so vorgezogen. Mhm. Ahmad. Ja, Ahmad spaltet weiter hier die Lederschwingen. Alles klar, 70 Stück, hast du eine Menge zu tun. Kiaras und Padigan. Jupp. Hey, ich hau ihn. Ich treffe. Pariert, ja? Er pariert nicht, nee. Ist ihm egal. 11. 16 Rüstungsschutz. Oh.
Ja, wandel wieder zweimal rum. Finte. Finte. 10. Und eine Aktion. Position. Und zwar nicht nur zum Abbauen, sondern er löst sich auch so im Kampf. Und fliegt wieder nach oben. Folge. Dann kannst du nicht folgen, aber dann kannst du Passierschlag, genau. Passierschlag plus 8. Ich gebe noch den Tod von links mit und Passierschlag. Nee, Passierschlag. Wir treffen. Ja. Rüstungsschutz ist 8, dann kommt wieder ein Schaden durch. Komm zurück, du feige Sau! Dir wird auffallen, dass er während des Kampfes dich nicht beleidigt, sondern tatsächlich kommentiert und zwar anerkennt. Wenn du findest, wenn du von unten, von links stechst, gezielt, auch wenn du ihn triffst und ihn schwerblutend ja, irgendwie zurücklässt, er wird eher der Gentleman sein. Und das ja, tatsächlich sehr gönnerisch kommentieren, auch guter Stoß. Das ignoriere ich vollkommen. Ich taunt ihn weiter. Immer 24. Ja, immer scheint sich etwas zu beruhigen und schaut dann Eldern an. Wir müssen das Ding irgendwie loswerden, das ist... blinzelt zweimal und nickt ihr dann zu und will sich langsam wieder aufrichten. Immer scheint wieder in diese Welt gefunden zu haben durch deine Heilkunde, Seelehilfe. So, jetzt überlege ich, was Vespertilio tut. Vermis kann man nicht mehr zumachen, der wird für diesen Kampf keine... So, Blick in die Gedanken bringt ihm nicht, Chimeroform nicht, harte Schmelze. Das ist eine gute Idee. Ja, Vespertilio tritt aus den... Beziehungsweise er hatte sich eben bewegt. Nächste Kampfrunde. Vespertilio zieht vor... Macht das Sinn? Ja. Die 11 und die 12 lassen wir wieder so, wie sie sind. Vespertilio zieht vor, tritt aus den Schatten heraus und brüllt einmal laut Tlalux Ode. Immer zieht vor. Tu es. Ja. An dem Magier vorbei sich drängt, hier auf den Splitter werfend, aber sozusagen so seitlich werfend, dass man sozusagen nicht drauf liegt, sondern nur... Mit dem Rücken liegt man jetzt zum Feind, aber mit dem Bauch zu Eldan Gorbas und zwischen dem Feind und dem Splitter liegt Ömer. Mhm. Und so, dass du den Splitter nicht berührst? So, dass ich den Splitter hoffentlich nicht berühre. Okay, da will ich aber eine Athletik haben und wenn alles klappt, eine plus 10. Wenn du es nur mit einer plus 5 schaffst, dann berührst du entweder den Splitter oder du schaffst es, dich nicht wirklich wegzudrehen. Das ist ja, deine Entscheidung. Ich sage natürlich an, dass ich eine Körperwaschung mache, also eine plus 15 Probe. Ja, zum Umwandeln. Mhm. Dann sage ich an, dass ich 4 ASP ausgebe und meinen Wert um 8 erhöhe. Und was habe ich gerade mal gesagt? Plus 15 war das, ne? Genau, plus 15 minus 8. Das ist eine plus 7. Im Übrigen bleibt der Tlalox oder Mongardian umhängen. Das ist gerade so noch gelungen. Gerade so noch gelungen. Gut, dann liegst du auf dem Splitter. Also ganz knapp vor dem Splitter eben und ja, schiebe ihn sozusagen ab gegen Adeptus, gegen den Feind. Aber natürlich schwimme ich damit meinen Rücken nicht ab. Eldan, du bist dran. Okay, was hat sein Zauber für eine Wirkung oder hat sein Zauber keine Wirkung? Kennst du den Zauber? Nö, ich meine, ob ich eine sichtliche Wirkung sehe. Bisher noch nicht, du bist dran. Okay, ich gebe ihm Blitz, ich finde. Ja, würfel den Zauber. Abel mir. Oh, ich hab ihn. Ja. Blitz, ich finde, Antwort auf alles. Abel mir. Schießen kann ich gar nicht, aber die Leute stehen noch vor mir, oder? Du kannst uns in den Nahkampf schießen. Ja, wäre aber nicht besonders schlau, oder? Ich würde mich nähern von hinten. Ja, komm her. Ich würde mich nähern und ich habe Zwischenstriction, wenn ich schaffe. Eine zur Position. Und dann schießen. Ungezielt in den Nahkampf. Ja, auf die Xenia, oder? Ja, aber vor dir stehen Leute. Ja, aber die haben noch nicht angegriffen. Und er auch nicht. Also sind dazwischen. Stehen trotzdem dazwischen. Das war. Also ich finde auch, wenn er wirklich physikalisch dazwischen steht, dann ist das wie so ein Kampfgetümmel. Okay. Die stehen ja alle dicht hier. Die stehen wirklich dicht an dicht, ja. Würde ich... Ich habe die jetzt beiseite geschoben, damit man ihn sieht. Den mal wegschubsen. Nach
rechts von mir. Dann schubsen. Würfel, dann ja, würfel nach Raufen, aber dann ist deine Aktion auch durch. Dann hast du keinen Kampfgetümmel mehr. Ja, schubst du ihn beiseite, muss keinen Schaden machen, aber dann schießt du zumindest nicht mehr ins Kampfgetümmel. Hast jetzt da zumindest genug Platz. Jala. Ich sehe Viborn, ich renne auch schon mal so eine Aktion. In Richtung Haus. Brüll währenddessen hinter mich. Gott, in der Rückzug! Langsam zur Eiche! Dann zur Viborn, so wie man gewunken. Hier, der Splitter! Deine Rachsucht triggert. Du erinnerst dich daran, dass du ihn in deinem eigenen Kontor, ja, dass er dich da ziemlich hart angegangen ist. Du hast den Mann sowieso. Du erinnerst dich wieder daran, dass er dich einen Frosch genannt hat. Er selber feuert jetzt gerade mit zwei Ballestrina, laufend, gehend auf die Lederschwingen und holt mit jedem Schuss eine herunter. Jadwiga von Luring, die Vizekapitana, mit der du bisher noch nicht so viel zu tun hast, geht mit gezogenen Säbeln und am Sturmangriff ebenso in den frontalen Angriff. Trismagena bereitet einen Zauber vor, Helena Fackelhand bereitet einen Zauber vor und Tulrike von Hablet, die Hauptfrau der Seekrieger, läuft in Richtung 18... sprintet in die Richtung, in die du gezeigt hast. Irgendwann rast du jetzt nur gegen ihn oder gegen die gesamte Prozession? Nein, nur gegen Fieber. Okay. Dann bleibe ich halt stehen, ändere meine Laufrichtung und möchte in der nächsten Runde bei ihm sein. Achmat. Achmat kämpft weiterhin heroisch gegen Lederschwingen. Er scheint darin seine Profession gefunden haben, hier Lederschwingen vom Himmel zu holen. Ja, weiteres Kratzen über deine Rüstung, nur noch Lachen und weitere Rundra-Brülle, eine nach dem anderen kannst du zerfetzen, zerschneiden. Warum hat sich schon so ein kleiner Wall von Leichen von Lederschwingen aufgebaut? Mit irgendwelchen Körperteilen, die ich abgeschnitten habe. Ist der Ding durchgekommen? Seine Vespertilius MR liegt bei 13. Was hattest du übrig? 13! Dann ist es mit 1 gelungen. Das ist so ein Blödsinn, ey. Ein Punkt Attack, aber ein Punkt erschwänzt aber der Zauber, dass wir ihn nicht stören. Ein Punkt Parade oder Attack erschwänzt. Aber der Junge hat jetzt noch eine 2er Ini. Ja, dann ist er halt als nächstes dran. Gut. Der Junge hat sogar eine 0er Ini. Jalan, Achmat, Kiaras. Kiaras ist dran. Was macht denn mein jetzt schon wieder wegrennender Feind? Ja, steht über dir, fliegt über dir und murmelt über einen weiteren Zauber. Na toll. Jetzt hast wie viel über mir Zauber. Kann ich hochspringen und nach ihm schlagen? Er ist irgendwo auf 10 Schritt höher oder so. Dann gehe ich jetzt, ja genau, ich gehe jetzt dahin, wo er hin will. Ich gehe zum Splitter.